I love you, gorgeous girl. Hiya! Hiya! Bitte, bitte, kann ich dich schließen? Good morning, Heidi Pie. Good morning, Teddy Bear. Good morning, guys. Yeah. Yeah. Oh. Good morning, Heidi. Yeah, sei vorsichtig mit ihr. Oh. Yeah, good morning. Möchtest du rauskommen? Sollen wir frühstücken? Nein. No. No? Möchtest du nicht essen? Nein. Ja, yeah, du möchtest doch essen, oder? Good morning. Sagst du auch good morning? Good morning. Hi, guys. Hm. Habt ihr alle gut geschlafen? Du musst fragen. Oh, oh. Oh, was machst du denn da? Komm her. Oh, mein Baby. Mein Baby, was ist denn da los? Möchtest du auch sagen, guten Morgen? Morning, guys. Hast du Hunger? Möchtest du essen? Yeah, okay. Wir frühstücken jetzt erstmal. Hello. Ich freue mich gerade. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich freue, weil ich eigentlich voll nervös bin. Egal, ich erzähle jetzt. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Heidi und Teddy gerade gefrühstückt haben und jetzt sich hingelegt haben und beide schlafen. Was mega schön ist. Ich liebe es, dass die wirklich sich so ja, eingespielt haben, zu ungefähr zur gleichen Zeit zu schlafen, was mega, mega, mega cool ist. Ja, auf jeden Fall hat der Postbote gerade geklingelt und hat so ein paar Sachen geliefert. Wir fahren ja in den Schneeurlaub und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich frustriert bin am Sonntag. Wir waren nämlich bei Mountain Wear. Das ist so ein Laden, der so Schneezeug verkauft oder Wanderzeug, Anziehsachen und auch so ein paar Accessoires und sowas. Und die hatten jetzt gerade Sale. Und weil Sam und ich noch nie so wirklich in so einem Winterurlaub waren, also ich war zur Arbeit schon mal da als Nanny so ein paar Mal in der Schweiz, in Arosa. Aber Sam und ich waren noch nie zusammen irgendwie in so einem Schneeurlaub. Und weil wir nicht so genau wissen, ob das nun was für uns ist oder nicht, wollten wir jetzt nicht unbedingt viel Geld investieren in irgendwelche Schneeklamotten. Ja, wir möchten aber ganz gerne auch mit Teddy im Schnee so ein bisschen rumtoben können und auch vielleicht irgendwie Schlitten fahren oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt so viel Schnee sein wird, aber ja, auf jeden Fall waren wir los und ich habe so ein paar Sachen anprobiert und ohne Mist, ich habe sogar Größe 16 anprobiert, also das ist dann glaube ich 44. Boah, das war alles zu eng und irgendwie, ich habe mich einfach so unglaublich fett gefühlt und einfach, dass nichts passte. Nichts passte mehr, überhaupt nichts. Ja, und jetzt habe ich online einfach mal nochmal geguckt bei dem gleichen Laden, weil alle anderen Läden sind irgendwie mega teuer und dieser scheint einfach so ein bisschen preisgünstiger zu sein. Ja, und jetzt habe ich mir also diese Jacke hier bestellt, die wasserdicht und ja, auch so eine Skijacke, glaube ich, ist. Also sie hat zumindest hier irgendwelche Knöpfe und irgendwelche so ein lustiges Gummiband für die Hüfte oder sowas, keine Ahnung. Ja, und ich probiere das jetzt an und ich habe jetzt schon so eine Angst davor, aber irgendwie bin ich auch aufgeregt. Naja, jetzt ziehe ich sie einfach mal an und gucke und hoffe, dass ich sie schließen kann. Das ist mein größter Traum, bitte. Bitte, bitte, kann ich dich schließen? Oh nein, es wird schon eng. Fuck. Ja. Oh, warte. Yeah, yeah. Oh yeah. Ich kann sie schließen. Oh mein Gott, ja, ich kann sie schließen. Sieht sie schön aus? Sieht sie schön aus? Ich gehe kurz einmal in den Spiegel gucken. Ja, also es ist jetzt nicht die schönste Jacke der Welt, aber sie passt und ich kann sie zumachen und sie wird mich vor dem Schnee schützen. Was will man mehr, oder? Schön aussehen kann ich auch noch später. Ich muss erst noch leiden. Ja, kacke. Vielleicht muss ich noch ein paar mehr Tees trinken. Übrigens versuche ich jetzt wirklich mehr Wasser zu trinken, weil voll viele mir gesagt haben, dass es einfach, ja, man fühlt sich einfach wacher und besser und das
ja, hydriert dann halt auch alles, ne? Die Haut, die Lippen, macht alles elastisch und so. Ich meine, ich weiß das ja eigentlich auch, aber manchmal muss man das von 10.000 Leuten hören, weil viele auch gesagt haben, dass es auch, dass sie das auch voll schwer finden. Ich habe ja eigentlich voll die gute Flasche. Ich zeige euch die mal kurz. Also eigentlich kennt die auch jeder von mir, weil ich die immer dabei habe. Aber ja, das ist meine Flasche und die ist eigentlich auch, also man trinkt auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr viel mit dieser Flasche. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil es ein Strohhalm ist oder so. Ja, und dann habe ich hier so eine 600 Liter Flasche, ist das glaube ich. Ja, 600 Milliliter. Ja, und die trinke ich jetzt einfach. Ich habe sogar einen Alarm jetzt gestellt. Ich habe sogar eine Wasser-App. Ich mache dann so komische Wassergeräusche, dass ich dann Wasser trinken soll. Ja, und manchmal merke ich aber auch, dass ich zu lange ohne Wasser war, weil ich dann richtig krassen Durst bekomme. So, was habe ich dann noch? Oh, die ist schön warm, die Jacke. Die ist echt sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich die letzten Tage jetzt super kalt war, weil ich habe nämlich keine Jacke, die so wirklich warm ist. Ich habe ja immer nur diese Tragejacke, das ist so eine Softshell-Jacke. Und ich habe da schon immer so eine große Strickjacke drüber drunter gezogen, damit ich so ein bisschen warm bleibe. Also werde ich die jetzt einfach mal anfangen zu tragen, auch im Alltag. Und ja, wer weiß, vielleicht verändert sich mein Geschmack und ich finde die am Ende der Woche voll schön. Oh. Wisst ihr, ich bin immer so, also ich vergleiche mich jetzt nicht unbedingt mit anderen Leuten, aber ich habe einfach so das Gefühl, wenn ich Jackie und David treffe, dass ich dann denke, oh, die sind voll cool. Weißt du, so, die haben voll die coolen Klamotten. Ich meine, Jackie wiegt ja auch einfach mal 10 Kilo weniger als ich. Ja. Aber da komme ich auch noch hin. Boah, guckt euch das mal an. Wird schon echt mega schlecht, wenn ich das sehe, ne? Guckt mal bitte, wie groß dieses Loch ist in der Hose. Das ist so ein großes Loch. Und ich wette mit euch, dass es eng ist, wenn ich das anziehe. Welche Größe ist das? 18 habe ich bestellt. Das ist Größe, jetzt mal ohne Scheiß, ne? 18. Das ist Größe 46. Hoffentlich ist die zu groß, ehrlich. Ach so, wir waren gestern übrigens. Ich habe jetzt ein Aldi gefunden. Ich spüre jetzt schon, dass irgendwas nicht passt im Schritt. Warte. Wir waren gestern jedenfalls beim Aldi und oh, ja, die ist schon ein bisschen groß, aber auch ein bisschen gemütlich. Schade. Oh Mann. Sieht man nicht, ne? Naja, sie passt. Bin ich halt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine 46 bin. Ich habe doch abgenommen. Ich verstehe das nicht. Warum bin ich fett? Jedenfalls waren wir gestern im Aldi und was haben wir nämlich bei Mountain Warehouse auch nichts gefunden, was er mochte. Ich meine, es ist Sale, ne? Da ist ja auch voll viel ausverkauft. Jedenfalls waren wir gestern dann beim Aldi und er hat eine Jacke und eine Hose gefunden. Einfach so, boom. Mega günstig, sieht ganz cool aus, ja. Auf jeden Fall haben wir beide, glaube ich, jetzt so ganz günstige Sachen gefunden. Boah, ich bin voll glücklich, dass ich jetzt gerade die Sachen gefunden habe. Boah, voll geil. Yes! Wir können kommen in den Schnee. Ich kann gar nicht Ski fahren. Ich habe einmal bin ich Ski gefahren, da habe ich irgendwie Angst bekommen, als ich im Lift war, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich bin mit den Könnern mitgefahren, weil ich mich verquatscht habe. Und dann stand ich an der Spitze von diesem fucking Berg und musste, und meine Freundin so, yeah, komm! Und ist abgedüst und ich dachte mir nur, und jetzt? Und auf einmal hat mein Körper das gemacht, dass ich gefahren bin. Und ich habe mich dann so klein gemacht, weil ich Angst hatte. Aber da wird man, glaube ich, schneller oder so. Ja, und dann beim Ende bin ich dann Gott sei Dank hingefallen. Und die ganzen Leute haben mir auf Holländisch irgendwas zugerufen. Und mein Lehrer, als ich dann unten angekommen bin und hingefallen bin, der sagte, hat mir dann mit seinem Stock so auf den Po gehauen und sagte, komm, du musst noch mal ein bisschen üben. So. Ich kann es aber immer noch nicht, ne? So. So sehe ich jetzt aus. So ein kleines, fettes Männchen. Ich sehe aus wie ein Bauarbeiter, kann das sein? Ist egal, ne? Ist egal. Hauptsache, ich bin warm und trocken. Meine Kinder und ich haben Spaß, genau. Boom. Es geht nicht um das Aussehen, es geht um das Gefühl hier. Wir haben uns übrigens vorgenommen, im Urlaub
gesund zu sein. Also so schöne Sachen zu essen, gute Sachen. Ich werde aber auch schon mal ein Schnitzel essen, weil ich kriege die ja hier nicht so wie in da, wie in Österreich. Ich wollte gerade sagen, wie in Deutschland, aber wir sind ja in Österreich. Und da gibt es bestimmt auch andere Sachen, die ich voll gerne esse, wo ich hier nicht so den Zugriff drauf habe. Und die werde ich dann schon essen. Aber ich werde gucken zum Beispiel, dass ich beim Frühstück voll die guten Sachen esse und so weiter und so fort. Und dann hier und da mal so ein schönes Gericht esse. So, jetzt werde ich aber die Sachen mal beiseite packen. Übrigens sammle ich schon auf dem Tisch schön die ganzen Sachen, die mit in den Urlaub kommen sollen. Hier, guckt euch mal den Tisch an. What? Ja, so sieht es bei uns im Moment übrigens aus. So, ich habe hier noch so ein paar Sachen für die Hero-Pakete und. Ich mache jetzt immer jeden Montag einen Livestream mit den Patrons, was mega cool ist. Und ich treffe eine von denen im Urlaub. Und ich treffe dann noch hier jemanden, der hier gewonnen hat, hier hinzufliegen im, ich glaube, März. März oder Mai, ich habe vergessen. Aber ja, auf jeden Fall freue ich mich schon so, so sehr. Und ja, finde das richtig cool. Das ist eine richtig coole kleine Community und... Ja, wer daran teilhaben möchte, kann einfach mal unten den Link anklicken. Man kann sich da halt irgendwas aussuchen von 1 Pfund bis wie auch immer und du bekommst halt was von mir zurück und kommst halt in die Community rein, wo wir dann so ein paar schöne Sachen zusammen machen und man kann dann halt an Verlosungen teilnehmen und ja, ich finde das mega, mega cool. Boah, mir ist gerade so heiß. Ich glaube, ich muss diese Hose mal ausziehen. So, wir müssen jetzt erstmal zum Auto. Ja, das ist unser Auto. Und dann müssen wir jetzt erstmal hin, um die Jacken zu holen. Schwing. So. Heidi, du siehst extrem witzig aus. Die Mütze ist ein bisschen zu groß für dich, mein Schatz. Oh, you're so cute. Du siehst aus wie ein Puppchen. Yes. Bist du ein Püppchen? I love you, gorgeous girl. Hey, ja. Ich bin kein Püppchen. Ich bin ein cooler Junge. Ja, yeah, Birdies. Komm, wir holen die Jacken. Wir sind jetzt im Park unterwegs und ich habe jetzt meine Jacke heute einfach mal angezogen und ich finde die mega cool, also wenn sie auf ist. Oder? Steht mir, ne? Blau, bisschen pink dabei, cool. Ja, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall schon sehr warm, diese Jacke. Und wenn ich Glück habe, kann ich sie auch noch bei Regen ausprobieren, denn der Himmel ist ganz schön grau und es ist sehr, misty. Ja, einfach sehr, sehr feucht, bisschen neblig und ich bin sehr gespannt. Aber wir haben alle Regenausrüstung dabei. Teddy ist schon super gekleidet. Wir haben dieses Ding dabei. Ich freue mich schon mega, dass er das gleich im Sandkasten ausprobieren kann. Ja, und dann haben wir, falls es regnen sollte, auch noch die Raincovers dabei. Können uns vielleicht irgendwie im Park irgendwo unterstellen. Und ja, dann gibt es auch noch so ein... einen Ausgang bei dem Spielplatz und das ist auch eine Bushaltestelle und dann, ja, also sollte es regnen, haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich rede mir das gerade schön, ich muss mich gerade so ein bisschen pushen rauszugehen bei dem Wetter, aber ja, wie sagt man, es gibt nur falsche Kleidung, kein schlechtes Wetter. So. Ich habe jetzt gerade vergessen, was ich erzählt habe, aber mir ist eingefallen, dass ich Heidis Trage vergessen habe, was doof ist, weil auf dem Spielplatz ist es halt mega schwierig mit den beiden ohne Trage und nur mit Buggy, weil Teddy die ganze Zeit rumläuft und überall ausprobieren möchte und sowas und wenn ich beide Hände frei habe, dann ist das viel, viel besser und ich kann Heidi ja nicht einfach im Buggy liegen lassen. Ja, wir werden also mal schauen, wie sich das Ganze so umsetzen lässt gleich. Man wächst an seinen Challenges, ne? Boah, mega. Es ist nur eine Mama auf dem Spielplatz mit einem Kind. Und dann kann ich den Buggy also neben dem Sandkasten parken und dann mit Teddy im Sandkasten spielen und hat mein Auge auf Heidi auch behalten. Ja, yeah. Yeah, guck mal. Ganz ein Spielplatz für uns. Wahrscheinlich, weil wir so doof sind, bei diesem Wetter hierher zu kommen. Aber ich weiß nicht, es ist schon relativ grau, aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir trocken bleiben. Und selbst wenn nicht, es ist nur Bushaltestelle. Nicht weit und ich habe so ein Raincover und ja, bla bla, ne? Wir sind ja nicht aus Zucker, ne?
Boah, das war voll der Success. Der Erfolg. Entschuldigung, ich bin so dumm manchmal. Manchmal bringe ich, also in letzter Zeit sehr, sehr viel übrigens, bringe ich die Wörter durcheinander oder stotter dann einmal kurz und falle so über meine Wörter hinüber. Ja, aber wir hatten auf jeden Fall einen sehr erfolgreichen Trip zum Playground. Und Teddy sieht auch dementsprechend aus. Ich zeig euch das mal kurz. Zeig mal deine Knie und deine Schuhe. Wow. Are you happy? Yeah, you're a happy boy, honey. War auf jeden Fall mega gut. Vor allem, weil ich Heidi tatsächlich im Buggy lassen konnte, weil es einfach nicht so voll war. Und ich hatte sie gut im Blick. Und ja, es hat auch nicht angefangen zu regnen. Jetzt fängt es so ein bisschen an. Ich verspüre so ein bisschen vereinzelt irgendwelche Tropfen, aber ja, nix. Ich hab im Moment so Tage, wo ich mir mehr oder weniger das Schlimmste ausmale und mich wirklich pushen muss, Sachen zu machen. Zum Beispiel jetzt gleich diesen fucking Berg hochlaufen mit platten Reifen und einem Doppelkinderwagen. Ja. Die Kinder sind im Bett. Es ist jetzt 10 nach 7. Ich probiere übrigens jetzt gerade mein Licht aus. Also ich glaube, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, wie die Schatten sich so werfen. Aber ich merke das später beim Editieren am besten und dachte, da ganz viele kommentiert haben, ach SJ, mir ist das Licht total egal, dachte ich, dann ist es jetzt auch egal. Und ich kann dann einfach so ein bisschen spielen damit und einfach mal so ein bisschen üben. Ja. So, was ich heute vergessen habe zu filmen, war das Mittagessen. Also Teddy und ich hatten Lachs. Teddy hatte auch noch Pesto-Pasta, also Pasta einfach mit so ein bisschen Pesto-Soße. Und dann hatte er Brokkoli und ich hatte einfach ganz viel Brokkoli. Und dann hatten wir beide noch Erbsen. Ja, und das war halt unser Mittagessen. Also ich hatte Lachs und Gemüse und er hatte Lachs, Gemüse und Pasta, Pesto. Und er ist heute schon um 6.30 Uhr ins Bett gegangen, einfach weil er hundemüde war. Und ja, er hatte heute Nachmittag keinen Schlaf gemacht, weil wir einfach so spät vom Park wiedergekommen sind. Das heißt, ich habe ihm so ein bisschen Quiet Time gegeben in seinem Bett. Ich lege ihn dann einfach mit dem Schnulli in sein Bett und lege ihm ein Buch dazu. Ja, und dann kuschelt er so ein bisschen und spielt dann mit dem Buch, guckt so ein bisschen da rein und erzählt sich was und genießt einfach so ein bisschen Zeit für sich. Ja, genau, also das hat er gemacht, aber er ist halt nicht in den Schlaf gekommen und ich möchte auch nicht so gerne, dass er nach 4 einschläft. Ja, genau. Und dann ist er also um 6.30 Uhr einfach ins Bett gegangen, weil er hundemüde war. Ja, dann habe ich ja gefilmt, wie ich Teddy ins Bett lege und dann habe ich voll vergessen zu filmen, wie ich Heidi ins Bett lege. Ich hatte Jackie gerade auf FaceTime und habe sie dann einfach nebenbei halt das so ein bisschen Bett fertig gemacht und ja, habe das dann irgendwie so voll vergessen zu filmen. Auf jeden Fall ist Heidi dann so um 7 ins Bett gegangen und jetzt warte ich quasi darauf, dass Sam nach Hause kommt. Also Sam sollte jetzt ungefähr um den Dreh nach Hause kommen, aber manchmal ja, hat er noch spät Meetings oder sowas und vergisst mir dann Bescheid zu geben, was aber auch nicht schlimm ist. So, jetzt werde ich auf jeden Fall HelloFresh kochen. Wir hatten ja diese vier zur Auswahl. Upsala, hatte ich ja gestern schon gezeigt, so vier Rezeptkarten habe ich hier. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht heute den Chili Beef Stir Fry machen, einfach weil ich auf Hühnchen keine Lust habe und auf Caribbean Beef auch nicht. Und dann dachte ich einfach, ach ja, komm, das dauert auch nur 35 Minuten, dann werde ich jetzt hier dieses Gericht kochen. Ja, wer sich für HelloFresh interessiert, kann bei mir in der Infobox einen Link finden. Da könnt ihr dann Geld sparen, wenn ihr das ausprobieren möchtet. Was ich immer gefragt werde, ist, ob HelloFresh, wie das ist, wie ist man da irgendwie vertraglich gebunden? Muss man jede Woche ein Rezept bekommen? Nein, das muss man nicht. Oder eine Kiste bekommen? Nein, das muss man nicht. Das kann man wirklich jede Woche individuell quasi ausschalten oder anschalten. Und also man muss das ausschalten, sonst ist das automatisch an. Aber ja, das ist ein Klick und das war's. Das heißt, manchmal, also zum Beispiel jetzt nächste Woche, wenn wir nicht da sind, werden wir das skippen. Danach die Woche vielleicht auch, weil wir dann ja auch irgendwie umziehen. Ja, so haben wir vielleicht dann die nächsten 1, 2, 3 Wochen das, sag mal schnell,
werden wir das wahrscheinlich skippen. Es kann vielleicht sein, dass wir die Woche nach dem Urlaub das doch noch haben. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber das ist mega easy und man bezahlt auch nur für die Kisten, die man bekommt. Man kann sich das dann auch jede Woche aussuchen, was man so haben möchte. Was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, dass es mega easy ist und ganz entspannt. Und das ist halt das Schöne an HelloFresh. So, jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ich freue mich schon mega. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Kamera aufstellen und ihr könnt mir so ein bisschen zuschauen beim Kochen. Und dann werden wir hoffentlich gleich Sam sehen und mich. Und dann können wir essen. Yeah! So, jetzt habe ich fertig gekocht. Das ist das Masterpiece. Ich freue mich mega. Are you excited for food? Ja. Ach so. So, das hier ist für dich. There you are. Merci beaucoup. Derrière monsieur. 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 So, wir werden uns jetzt etwas Schönes im Fernsehen reinziehen. Was weiß ich noch gar nicht so genau. Was guckt ihr denn momentan? Also wir haben noch gar keine neue Serie angefangen. Wir müssen also irgendwas Schönes finden. Wir haben auch gegessen, das war so lecker. Ich liebe sowas. Wenn wir Stir-Fry machen, machen wir das immer ohne Soße. Also wir machen wirklich einfach nur Stir-Fry Fleisch und dann Gemüse rein und dann essen wir das. Manchmal machen wir so ein bisschen Sojasauce drauf, aber... Ja, die Soße heute war, bestand aus Ketchup und Chili, Sweet Chili und so ein Essig und Sojasauce. Ja, also nicht so unbedingt geeignet für mein Abnehmprogramm, aber ich war den ganzen Tag mega, mega gut. Ich habe voll viel Wasser getrunken, ich habe richtig gesund gegessen und ja, ich fühle mich so richtig so... I got it. Ich freue mich so. Ich fühle mich einfach momentan so ein bisschen gut und das freut mich sehr. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht einfach die Vorfreude auf den Urlaub oder die Vorfreude auf das Umziehen. Aber ich habe einfach so ein sehr gutes, glückliches Gefühl gerade. Und das muss ich festhalten, weil das habe ich ja nicht sehr oft in den letzten 2 Jahren zumindest gehabt. Aber jedenfalls werde ich mir jetzt meinen Detox-Tee trinken. Also ich werde die Packung, obwohl ich da jetzt nicht so viel von halte, werde ich die Packung natürlich trotzdem trinken. Und heute Abend ist dieser Abendtee dran. Und den werde ich jetzt also gleich trinken. Und meine Wasserflasche muss ich auffüllen. Da werde ich jetzt auch nochmal was von trinken. Und jetzt werde ich, glaube ich, mein Video von heute editieren. Und ich habe super schöne Fotos gemacht von Teddy hier auf dem Spielplatz im Sandkasten. Von Heidi habe ich auch versucht, ein paar Bilder zu machen. Aber da muss ich noch so ein bisschen mehr mit der Kamera üben, weil... ich hatte Heidi halt auf dem Sitzsack in so einem richtig schönen Kleid von Next. Also das ist so ein süßes, kleines Blumenkleidchen. Und ich bin gespannt, ob ich so ein paar schöne Fotos bekommen habe. Aber ich muss halt echt noch üben mit den ganzen Aufsätzen für die Kamera und den Winkel und das Licht und alles. Aber da muss ich mich ja sowieso noch belehren und freue mich, dass ich bald einen Kurs besuchen kann. Erstmal den Umzug überstehen und dann kann ich mich so ein bisschen auf sowas vielleicht mal konzentrieren und vielleicht mal am Wochenende so einen Kurs machen. Da freue ich mich schon sehr drüber. Und jetzt werde ich, glaube ich, den Vlog mal zu Ende bringen. Also wünsche ich dir jetzt was ganz, 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 ganz Schönes. Ich wünsche dir ein richtig schönes Gefühl, weil ich habe das heute. Ich habe das heute den ganzen Tag. Ich hatte unheimlich viel Spaß mit den Kindern. Ich habe mich überhaupt nicht gestresst gefühlt oder irgendwie so... Ich weiß nicht, der Tag ist einfach so geflowt und das war richtig schön und ja, ich hoffe, wir haben morgen auch nochmal so einen schönen Tag. Ich werde versuchen, mit den Kindern in ein Museum zu gehen und ja, nehme euch natürlich wieder mit und dann werde ich vielleicht auch versuchen, für Travel Talks so ein bisschen was zu machen. Ach so, die Bilder, die ich heute gemacht habe, werde ich übrigens auf Travel Talks hochladen. Vielleicht auch so ein, zwei bei mir auf dem Instagram-Account, aber eigentlich...
ja, auf Travel Tours sind. Da habe ich die, hauptsächlich habe ich da Bilder von den Kindern und finde das Profil auch sehr, sehr schön. Ja, genau. So, aber egal, ich habe jetzt genug gefaselt. Ach so, eine Sache noch, bevor ich das vergesse. Ich habe auf Travel Tours schon ein Bild gepostet und zwar habe ich schon seit Monaten etwas vor auf YouTube, wo ich mich schon richtig drüber freue, weil viele von euch wissen ja, dass ich ASMR ausprobiert habe und ich finde das mega cool, aber ich habe einfach viel zu wenig, also man muss da wirklich, das Haus muss quasi komplett leer sein und das Mikro ist super sensibel und deswegen wollte ich aber trotzdem irgendwie sowas in der Richtung machen, weil ich das halt super schön finde und jetzt habe ich mich vor Monaten dazu entschlossen, also ungefähr, ich glaube das fing so an, im Sommer letzten Jahres, dass ich mit der Idee um die Ecke kam, dass ich halt Bücher vorlese oder Bücher vorstelle. Und ja, da habe ich dann also vor einigen Monaten angefangen, mit einer Abonnentin von mir zu schreiben und habe jetzt ein kleines Icon und das heißt The Book Fairy und da freue ich mich schon mega drüber. Also ich hatte erst auch überlegt, ob die Book Fairy einen eigenen Kanal bekommen sollte und dann dachte ich aber, ich werde das einfach auf Travel Talks hochladen und dann kann ich auch mal, vielleicht kann sie ja mal den deutschen Kanal besuchen, dass ich auch mal so ein paar deutsche Bücher vorlese. Ja, und das werde ich also bald in Angriff nehmen und ich freue mich einfach schon da drauf und ja, ich weiß nicht, es gibt einfach gerade so viele Sachen, wo ich mich drüber freue und ich bin einfach mega, mega glücklich und ja, diese Glücklichkeit wünsche ich dir und ich wünsche dir auch Sachen, worüber du dich freust, irgendwelche Sachen, die jetzt ganz schnell in der Zukunft anstehen oder die du vielleicht auch noch planen kannst und wo du dich so richtig drüber freust, dass sie so richtig, richtig glücklich macht. Und da würde ich nämlich von dir ganz gerne wissen, was das denn eigentlich ist. Was macht dich so richtig glücklich? Für mich ist es das Reisen. Ich finde Reisen richtig geil. Oder was Neues ausprobieren. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Das sind zwei Sachen, wo ich immer so einen Kick bekomme, wo ich wirklich so mega aufgeregt bin und ja, genau. Wie dem auch sei, ich werde jetzt das Video zu Ende bringen. Ich habe dich ganz so lieb und ich freue mich schon darauf, dich vielleicht morgen zu einem neuen Video zu sehen. Wir gucken mal, wie es so funktioniert. Bis dann. Tonight we're running on the right track.